Guten Abend. Hört ihr mich? Ja, ich höre mich nicht so gut. Jetzt müsste es besser gehen, ja? Ich möchte mich am Anfang kurz als Bewegungserzeuger betätigen. Das war nicht die Bewegung, die ich gemeint habe. Ich möchte mich als Bewegungserzeuger betätigen und möchte gerne von denen ein Handzeichen haben, die schon mal was von TED gehört haben und dabei nicht an den großen Preis denken. Aha, okay, vielen Dank. Wer von euch hat denn schon mal von TEDx gehört? Ja, gut, dann kann ich mir die nächsten zwei Folien etwas verkürzen. Was ist TED? Das Kleingedruckte müsst ihr jetzt nicht lesen, das könnt ihr nachher nachholen, wenn ihr möchtet, mittels der Bluebeer-App, da ist dann wahrscheinlich auch die Präsentation drin. Ganz kurz nur, TED gibt es seit 1984, das ist eine Veranstaltungsreihe, die ein ganz besonderes Format hat, das sind kurze Talks, 15 Minuten lang, die durch eins verbunden sind, sie alle haben Ideen, die es wert sind, geteilt zu werden. Ideas worth spreading, das ist so ein Kernsatz. Und wenn ihr heute Abend irgendwas von dem Thema mitnehmen wollt oder sollt, dann ist es der, der wird nochmal auftauchen. Aber was ist mit dem X? Das X steht dafür, dass es eine unabhängig organisierte TED-Veranstaltung ist. Das heißt also eine TED-Veranstaltung, die nicht von TED ist, sondern von TED lizenziert, nach den TED-Regeln, aber selbst gemacht. Richtig handgestrickt, vor Ort, selbst gebaut, so wie man es braucht. Das hat dann ganz unterschiedliche Auswüchse. Das gab alleine im letzten Monat 500 Veranstaltungen in 87 Ländern. Das geht dann von wöchentlichen Treffen in einer Hütte bis hin zu etwas, was die TEDx-Leute in Buenos Aires gemacht haben. Die haben nämlich ausschließlich Taxifahrer als Publikum für ihre Talks eingeladen, weil sie sich gedacht haben, wer trifft mehr Leute und kann mehr Leuten von diesen Ideen erzählen als Taxifahrer. Ideas worth spreading ist, wie gesagt, das, was ihr mitnehmen sollt und das, wofür TED steht. Ideen gehören nämlich zu den seltsamen Dingen, die größer werden, wenn sie sich teilen. Das ist so ein bisschen wie Körperzellen. Man steckt Energie rein, es teilt sich, es wächst, es teilt sich, es wächst, es wird immer größer, bis zum Beispiel so ein Sprecher draus wird oder so ein Webmontag-Publikum oder so ein Typ wie ich. Und deswegen machen wir das, weil wir der Nährboden sein wollen für diese Ideen, die sich dann teilen, die sich mitteilen, die dann zu euch rüberwachsen und dort weiß Gott was anrichten mit der Welt und mit euch. TEDx Rhein-Main gibt es seit 2010. Das hat ein Herr Darren Cooper, der dem einen oder anderen hier vielleicht bekannt ist, ins Leben gerufen. 2011 gab es den ersten TEDx Rhein-Main in Offenbach im Klingspor-Museum. Identities hieß das damals. Seitdem haben wir 7 von diesen TEDx Rhein-Main-Veranstaltungen auf den Weg gebracht. Die ganzen Talks, Links zu den Sprechern, die ganzen Ideen, die es wert sind, geteilt zu werden, gibt es auf unserer Seite tedxrheinmain.de oder auf der Facebook-Seite kann man auch diesen Sachen verfolgen. Wir haben einen YouTube-Channel, all diese Dinge. Dort finden sich die Talks und das hier, das ist der bunte Haufen, der sich den nächsten Starttermin vorgenommen hat für TEDx Rhein-Main, nämlich Rocket Minds. Am 3.4. wollen wir in Darmstadt zusammen mit der ESA am ESOC, dem European Space Operations Center, ein TEDx Rhein-Main veranstalten unter dem Titel Rocket Minds. Wir wollen 9 Rocket Minds einladen, mit uns ihre Ideen zu teilen, uns mit auf die Reise zu nehmen, in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Die Reiseinfos gibt es ab jetzt auf rocketminds.net und ich würde mich freuen, den einen oder anderen da begrüßen zu können. Vielen Dank. Applaus